Salam, salam, salam. Moin, moin, moin. Wie geht's, wie steht's? Alles fit im Schritt? Zum zweiten heute. Zum zweiten heute. Muss die Hose hier ausziehen. Ich habe noch was unter, liebes Twitch-Team. So ist schon besser, Digga. Ach so, apropos. Wie läuft ein Tibico? Mal schnell schauen. Mach kein Auge. Sehr gut. Okay, damit kann ich erstmal leben. Ah ne, das ist der Schein von meinem Kollegen, nicht von mir. So, heute Also du könntest heute und morgen, Erik. Morgen erst ab 16 Uhr, ja, das ist ja kein Problem. Ja, weil eigentlich wollte ich heute in Fall Guys reinsteppen und auch noch shoppen. Shopping-Streamer wieder machen. Bin Linkshänder, mache es mit rechts. Wer hat danach gefragt, Digga? Das ist die Frage der Fragen. Oh, beim Shopping-Stream bin ich dann raus. Dann breche ich das ganze Ding natürlich ab. Tut mir leid an der Stelle. Dann gibt es doch keinen Shopping-Stream, Kappi. Elite Chris, danke dir für 5 Gegiftete. David mit einem Gegifteten, Elite Chris nochmal mit einem Gegifteten und Malibu mit 2 Gegifteten. Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe
das Leaderboard über dem Chat, den ihr seht, geändert. Nicht mehr auf dauerhaft Leaderboard für immer, sondern monatlicher Wechsel. Das hat den ganz einfachen Sinn. Mehr Money in meine Tasche. Nee, wir probieren es einfach mal aus. Aber ja, hart auf hart, more money. More money, more money, more money. Weil das ist das einzige Geld, was ich noch habe, oder? Dann bin ich pleite, Arino. Und Tipico zahlt sich nicht von alleine, Kappi Klappi. Gaming Luca, danke dir für 1000 Bits nochmal. Monte BWW. So sieht's aus, Digga. Danke dir, mein Bester. Martin mit 10 Euro. Moin, Monte. Du bist einfach ein geiler Sack, den ich immer fühle. Seit Jahren feier. Hab aber nun erst herausgefunden, wie ich donaten kann. Alles gut, Digga. Der Content ist ja kostenfrei. Das heißt, du kannst ihn auch kostenfrei weiterhin auch die nächsten Jahre genießen, mein Süßen. Ah, okay, Jester, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das Schmutz ist, deine Instagram-Story, dann gibt's einen Blog. Bist du Chan Kickdown oder was? Mit dem Thai-Fressen? Oder Jessica? Wahrscheinlich eher Jesse. Ja, scheiß drauf, das ist doch kein geiles Bild. Ich mach doch kein Auge auf dein Essen. Was ist denn das? Chicken Wings, die mag ich gar nicht. Zeig her, ach, guck selber. Elite Chris, danke dir nochmal für 10 gegiftete Sabarinos, mein Bester. Danke dir. Die Entbannungsanträge mit 5 Euro, gibt's auch mal wieder Entbannungsanträge, schon lange her? Ja, bestimmt nochmal, ja. Kann man auf jeden Fall auch nochmal machen, Digga. Lieber iRock X8. Warum? Wer hat danach gefragt? Es ist ein offener Chat. Und leben in einem freien Land. Lass ihn fragen, was er will. Also lass schreibt man erstmal mit 2 S, nicht mit einem S. Dann davor schreibt er, warum sagst du, wer hat danach gefragt, wenn es ein offener Chat ist, wir leben in einem Land, wo jeder seine Rechte hat, du Arschritze. Also, mein Süßen, wir leben in einem freien Land, richtig, aber wir sind hier im Internet, in meinem Chat. Und da leben wir in einer Diktatur. In der Diktatur vom Onkel Monty. Und wenn ich möchte, bann ich deinen Arsch für immer weg, Digga. Und niemand wird ihn vermissen. Also zügel deine Zunge, bevor ich sie dir abschneide, virtuell. So. Ba, 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 ba. Can't buy me So, wir werden jetzt. Warte mal. Ich muss mal kurz was überprüfen.
Wieso heute Pullover an? Weiß ich nicht, Digga. Jetzt gerade ist mehr, fühlt er sich genau flauschig richtig an. Okay. Ich muss nur kurz überprüfen. Wegen Datensicherheit und so eine Scheiße. So, wir gehen mal rein. Achtung, White-Modus. Wir gehen rein in Fahrtech. Jalla, haben schon ein bisschen länger nicht mehr geshoppt. Onkel Monty hat aber natürlich auch fleißig in der Vergangenheit geshoppt. Deswegen werden wir vielleicht nicht ganz so viele Teile finden, die uns gefallen. Als allererstes hier nochmal, wer noch eine schöne Handtasche braucht. Wer nochmal eine schöne Handtasche braucht, die ist gerade im Schnäppchen-Angebot für 74.000 Euro und 14, 74.000 Euro und 14, ne, wie sagt man, wie spricht man das denn aus? 74.000 und 14 Euro, so, sorry, Digga, bin ich doof oder was? Ja. Oder, also, wer da zuschlagen will, ich wette, man kann auch noch, kriegt sie noch versandkostenfrei, kappi klappi. Das ist so, Digga, so komisch, der so. Preise fallen. Guck mal, was ist die teuerste hier? Wieso? Das ist die teuerste. Die hatten die doch mal teurere Handtaschen, Digga. Okay. Naja, gut. Wir werden in die Brands reingehen, die mir auch persönlich zusagen. Ach, das ist Valheren. Vielleicht bei Damen. Warte mal. Jetzt werden wir noch mal kurz gucken. Aha, So, dann haben wir doch hier einen Schnäppchen-Handtasche, Digga. 328.794 Euronen. Himalaya Birkin-Handtasche. Bruder, hart auf hart. Ja, Digga, keine Ahnung, Bruder, ob das aus der, also ob das Leder aus Alienhaut gemacht worden ist, warum das Ding so teuer ist. Ja. Kann man mal machen, Digga. Also, das werde ich. Also, ich habe wirklich meine Schmerzgrenze. Ist ja schon relativ hoch, wenn es um Klamotten geht. Aber das, Digga. Vermutlich werde ich nie verstehen. Und in 2-3 Jahren gibt es sogar wieder so ein Busted-Ding, wo ich mit dem Ding durch die Gegend laufe, Kappi. Wir gehen rein in Ralf. Das hat irgendwie komisch angehört. Wir checken Ralf Lauren aus. Achso, nee, Polo Ralf Lauren wollen wir natürlich. Mein Fehler. Polo Ralf Lauren. Für mich immer noch mit einer der besten Klamottenmarken, die es gibt. Muss man auch mal an der Stelle. Ah, jetzt bin ich bei den Weibern. Oh, es ist unerträglich. Ich bin so ein Amateur geworden. So, jetzt sind wir aber bei Ralf Lauren und ich muss gestehen, ich bin da eigentlich so gut wie immer am Bestellen. Das heißt, die... Ja, Digga. Das habe ich alles... Also die Sachen, die ich hier sehe, die mir gefallen, die Sachen habe ich auch leider schon. Das muss ich an der Stelle sagen. Ich bestelle sehr viel Klamotten auch immer noch, aber halt sehr vieles Offstream. Aber ich will mal... gucken bei der Farbe rosa. Okay, das ist mir deutlich zu rosa. Das ist mir auch deutlich zu rosa. Ja, und dann hört es hier auch schon auf, leider. Also diese Farbe pink, also pink. Okay, Sharks, also sei mir nicht sauer, Digga, auch wenn du gay mit I am Ende schreibst, weißt du ganz genau, worauf du hinaus willst. Und das im Zusammenhang, also... Im Zusammenhang diese Farbe mit der Beleidigung gay dulde ich hier nicht und deswegen wieder schauen und reingehauen, mein Süßen. Da hast du dir gerade das eigene Grab geschaufelt. Also dieser rosa Ton hier, oder ich würde nicht sagen, dass das rosa ist, sondern pink ist das für mich. Schweinchen rosa vielleicht auch. Das habe ich ja jetzt auch gerade hier in der Jogginghose als Farbe. Die ist im Übrigen auch... von Ralph Lauren.
Die Farbe finde ich extremst nice, Digga. Sehr, sehr frische Farbe. Mag ich sehr, sehr gerne. Und auch gerade im Sommer, wenn man ein bisschen angebräunt ist, das kommt gut, finde ich. Ja, aber wir sehen hier, es gibt leider in der Farbe... Wieso gibt es jetzt hier auf einmal so viele Sachen, Digga? Bin ich jetzt doof oder was? Hä? Digga, das ist doch nicht... Das ist doch nicht für Herren, Digga. Wie hat sich denn das da reingemogelt, Bruder? Naja, ist auch egal. Also das... Ja, das ist mir ein bisschen zu viel Schrift. Das ist, glaube ich, die Hose, die ich habe, ne? Jeanshose, weiß nicht. Sollen wir mal eine Jeanshose ausprobieren? Das ist die, die ich, glaube ich, habe, oder? Ja, das ist die, die ich habe. Das ist die, die ich jetzt gerade anhabe. 116 Euro Schnapper. Oder im Shopping-Stream wisst ihr ja, im Shopping-Stream wisst ihr, achten wir jetzt nicht so groß auf Preise. Natürlich sind 116 Euro ein Haufen Geld. Aber das ist jetzt nicht so, als wenn wir da jetzt immer drauf geachtet haben im Shopping-Stream. Und ich habe immer Einspruch auf den Lippen, wo dann wieder 1 plus True in den Chat geschrieben wird. Lieber bezahle ich für die Hose 116 Euro, als das Geld in die Spielhalle zu bringen. Dann gönne ich mir lieber. Weiß nichts. Soll ich mal so eine Jeans probieren, Digga? Warum nicht? Oh, nee, Digga, jetzt ist hier wieder Größe. Da schiebe ich ja Krise. Das Model ist 1,87, trägt Größe 32. Schmerz in der Brust. Bestell beide und die nicht passt zurück, Bruder. Das würde ich machen, wenn ich auch Sachen zurückschicken würde. Aber ich schicke nie Sachen zurück. Das Model ist 1,87 und trägt Größe 32. Ah, Bruder, 36, nee. Nee. Das war's, kompletter Rino. Das ist hier noch eine kürzere. Ist das schon so eine Hotpants-mäßig oder was? Ach, eine Badeshorts. Ja, nee, Digga, ich hab genug Badehosen. Den Pullover habe ich schon, der ist auch wirklich Maschallah. Nochmal eine Badeshorts. Ja, so, ich weiß nicht, Digga, früher fand ich die eigentlich ganz cool, diese Poloshirts, aber mittlerweile gehen die mir irgendwie auf den Schnürsenkel, Digga. Ja, und ansonsten haben wir jetzt nichts mehr in der Farbe, die wo mir zusagt. Schade. Dann gucken wir mal. Kann man nicht hier Herren? Kann ich nicht hier direkt schon einen Filter einstellen mäßig? Ich würde gerne eigentlich nach Farbe filtern. Egal, dann gehen wir nochmal rein und gucken bei... Moncler. Sortieren, Neuzugänge. Ja. Jogginghose, interessant. Ja,
Nee. Ich finde die Moncler-Jogginghose ist auf jeden Fall sehr schwer zu kombinieren, immer mit den Farben hier an der Seite. Ist jetzt nicht so meins. Was haben wir da? Ich glaube, den Jogginganzug habe ich. Oder die Jacke habe ich mit Leuten bestellt, muss ich ehrlicherweise sagen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die habe ich. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ja, Bruder, das ist, also es ist halt wie, ja, keine Ahnung, Digga. Gucken wir mal bei Farbe, haben die was in Rosa? Perfekt. Nee. Dann gehen wir rein bei Balenciaga. Sortiere nach Neuzugänge. Naja, und dann gucken wir da bei Farbe mal. Rosa. Und die Jogginghose finde ich ganz schick. Was mal. Den Pullover habe ich. Ja. Also das Rosa sieht ganz schön aus. Den können wir einem Eric bestellen. So. Die Jogginghose, was ist das? Und die finde ich eigentlich ganz schick. Das Model ist 1,76 groß und trägt Größe S, also bräuchte ich M. Oder L. M oder L. Denke, ja, ist schwierig. Bei dem Balenciaga Pullover trage ich zum Teil auch M. 1,76. Ja, wir gehen mit L. Das hatte ich schon. Ja, oder? Ja, eigentlich, warte mal. Eigentlich müsste es M sein, Digga, wirklich. Eigentlich müsste es M sein. Ich gehe mit M. So. Balenciaga fällt immer groß aus. Ja, ich gehe mit M, weil in den Pullovern habe ich zu 90% auch immer M. Immer M gehabt, Digga. Deswegen. Gucken wir mal bei Gucci Mucci. Ich brauche eigentlich eine neue Sonnenbrille. Und da gucken wir auch mal nach der Farbe Rosa. Die haben bestimmt einiges. Oh, moin, Stühle auch. Und das Schlimme ist, Digga, ich finde sogar das selbst. Also, eins muss man denen mal lassen. Das ist jetzt nichts. Also, ist jetzt nicht so, als wäre ich mir noch nie in die Kerze geholt. Aber das, ich finde auch, also sieht. Geschmackssache natürlich, aber ich finde, es sieht schön aus. Also, so rein von der Ästhetik, vom Optischen, finde ich, sieht schön aus. Und ich sag euch so, also ich habe auch eine kleine Gucci Kerzensucht gehabt. Die riechen auch verdammt gut. Hier sind ja wenig Klamotten, viel Schnickschnack. Oder ich habe doch nach.
Also Bruder, ich weiß ja, ich habe ja für Mode viel Verständnis, ne? Ich habe ja für Mode viel Verständnis, aber Bruder, weiß nicht. Ja, okay, jeder so wie er möchte, okay. Okay, also das war's. Dann nehmen wir mal rosa raus und gucken mal in Violett. Ah, perfekt. Da haben wir ja massig Auswahl. Und in Blau. Na, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir machen einfach das und das. Und dann sortieren wir mal auf Neuzugänge. Ja. Jetzt hat man die Bauchtasche her. Das ist wieder so ein Riesen-Oschi. Ja, das finde ich jetzt immer schwer einzuschätzen. Ist das so eine Riese? Ich finde, die sieht nicht schlecht aus. Also optisch finde ich die ganz schick. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde sie ganz schick. Aber man weiß immer nicht, ob diese Bauchtasche so riesig ist, also klein oder groß. Das weiß man immer nicht. Ist das jetzt so ein Riesen-Oschi? Gürtel, 90 cm. Ja, aber gut, die Gürtellänge 90 cm sagt mir ja nichts. Aber im Verhältnis. Ah, nee, das ist eine kleine. Man sieht es hier an dem Reißverschluss. Ah, oder letztendlich ist ja mein Shopping-Stream und jeder hat ja. Einen anderen Geschmack. Ich finde, das hat so einen richtig geilen, die hat so einen richtig geilen Vintage-Look, Digga. Mit diesem Jeans-Look finde ich Baba. Na, wir packen sie mal in den Warenkorb und gucken mal, wie sie es anfühlt, wenn sie im Warenkorb ist. Hart auf hart wird sowieso wieder so ein Ding sein, die werden nur rumliegen. Man muss jetzt Monte Weird Flex, ich habe ja schon zwei Gucci-Bauchtaschen. Und Bruder, ja, was soll ich sagen? Bald sind die auch schon in diesem Vintage-Ding drin. Gucci ist für Dullis, ja, ist doch in Ordnung, Digga. Dann lass mich Dulli sein und mir das Ding kaufen, Bruder. Boah. Ach, Bruder. Ich werde sie mir nicht kaufen, niemals, aber Bruder, also ich finde, das sieht Maschallah aus, Digga. Ich finde, die sieht super aus. Aber ich sehe es auch mit anderen. Ich sehe Mode auch ein bisschen mit anderen Augen. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil ich auf die Farbkonstellation achte. Und ein dunkelblau, ein dunkelblau schimmernd mit Orange, wisst ihr, ich sehe das immer aus Graffiti-Sicht. Und als Graffiti würden diese beiden Farben so gut miteinander harmonieren. Ja, Big Mac, aber Bruder, ich verstehe immer nicht, also dein Nonsens, den du hier immer dazu beiträgst, muss an der Stelle mal, ich verstehe immer nicht, was du dir davon erwartest. Okay, wir schließen jetzt den Shopping-Stream. Tut mir leid, ich höre den Shopping-Stream auf. Big Mac sagt, wenn das Ding 10 Euro kosten würde, würde ich es hässlich finden. Tut mir leid, du hast mich erwischt, Bruder, wir hören jetzt auf, Shopping-Stream zu machen. Du hast dein Ziel erreicht, alles gut. Dann haben wir jetzt ja deinen Beitrag gehabt und gut ist. Digga, was ist los bei dir, Alter? So, schauen wir mal weiter. Wir können noch mal Dings gucken. Wir könnten noch mal bei Ralph Lauren und Gucci, bei Ralph Lauren nach Unterhosen gucken. Ich habe mir schon lange keine Socken mehr bestellt.
kommt jetzt viel Schmuck. Ich hatte auch immer... Nee, I'm Eric. Besser nicht, Digga. Ist das Ding schwer alle oder was? Nee. Ja gut, wir können ja nochmal woanders gucken. Ja, so viele Socken habe ich nicht, Digga. Ralf Lauren nochmal Polo. Ralf Lauren. Verklickt. Paul Schaar gucken wir gleich noch. Guter Call auch, ja. Unterwäsche und Socken. Socken. Ja, die Socken, Bruder, ich weiß nicht, viele von euch, glaube ich, tragen diese Dreiviertelsocken oder so, ne? Oh. Ralf Lauren overrated. Kapital, Bruder, du musst sie jetzt ja nicht kaufen, ich mag sie. Ich mag diese Art von Socken auch gar nicht, Digga. So lange Socken bin ich viel mehr Freund von. Hier, guck mal, diese hier. Die sind gut. Was ist denn das jetzt, Digga? Hallo? Ja, und Größe? Einheitsgröße. Ja, aber Bruder, Einheitsgröße kann ich jetzt nicht für mich... Bruder. Einheitsgröße. Ja, Bruder, riskieren. Riskieren, die passen schon. Ja, komplett schwarz-schwarz haben sie leider nicht. Dann gehen wir nochmal raus. Und dann gehen wir nochmal rein in Unterwäsche. Oh, nee, warte mal. Die gucken wir nochmal. Das Problem ist bei Unterhosen. Bei Unterhosen ist wirklich das Problem, Digga. Ja, Bruder. Also, ich habe so das Gefühl, wenn ich hier durchscroll, dass ich gerade in meine Unterwäscheschublade gucke, bis auf diese Hodenbeißer hier, habe ich eigentlich jede einzelne Boxershorts, die mir zumindest optisch zusagt. Da muss ich sagen, da. Mal eine ernste Frage. Trägt irgendjemand von euch diese Art von Unterhosen? Okay, die meisten von euch nicht. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da hat mir meine Oma aus Versehen, glaube ich, so eine Unterhose von meinem Opa in den Wäschekorb gelegt. Und ich glaube, ich hatte keine saubere mehr und da habe ich die angezogen. Das hat sich gar nicht so verkehrt angefühlt. Es hat sich nicht so schlimm angefühlt, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber Bruder, also für mich persönlich, das sind die bequemsten Badehosen hier. Unterhosen. Es gibt für mich keine besseren Boxershorts als diese Form hier. Das ist für mich das Beste, Digga. Nee, breite Boxer, na ja, Bruder, jeder so wie er möchte, ist nicht, also ich fühle das nicht. So, gehen wir nochmal in Paul Schaar rein. Paul Schaar eigentlich auch immer stabil. Und achso, was Boxershorts angeht, da bin ich sagen, ich trage mittlerweile nur noch Ralph Lauren Boxershorts. Das sind für mich die bequemsten und besten Boxershorts, die ich jemals getragen habe. Beweis? Ja, Lisa, das willst du wissen, ne? Guck mal, extra für dich. Ach, Fischkämmen. Guck mal, ich habe heute sogar passend, warte, ich gehe mal kurz aus dem Bild, nicht, dass man hier
Guck mal, ich habe sogar passend für dich heute extra, Kappi, sogar die passende Unterhose dazu an. Im gleichen Farbton. Pink, pink. Rosa, rosa. Ja, 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 ja. Lacoste ist auch anders wild und bequem. Ich habe Lacoste selber auch getragen. Aber ich bin ein großer Freund. Ich bin ein sehr großer Freund mittlerweile einfach von Ralph Lauren. Da fühlt sich das einfach untenrum am besten an, finde ich so. Paul Shark, was sagen wir da mal? Der Pullover. Von vorne ganz schlicht. Von hinten mit so einem großen Druck. Boah, weiß nicht. Auf einer gewissen Art und Weise hat er schon was, finde ich. Der ist eigentlich ganz schick. Ist natürlich ein sehr, sehr großes Logo hinten, ne? Was trägt das Model für eine Größe? Das Model ist 1,88 groß und trägt Größe L. Bei Paul Scharker ist immer irgendwie gefühlt, Digga, gefühlt ist das mir zu klein. Bei ihm sieht es jetzt groß aus, aber Digga, der wiegt ja auch gefühlt nur 70 Kilo. Wisst ihr, wie ich meine? Gefühlt wiegt der Typ ja doch nur 70 Kilo. Also ich würde da hart auf hart mit XL gehen. Ich habe schon so oft dann bei Paul Scharker auf was bestellt, da hat es nicht gepasst am Ende. Okay, gehen wir da nochmal raus. So. Bist du im Sommer eher der Shirt- oder Freizeithemdträger? Also im Sommer, hart auf hart, eigentlich nur Unterhemd. Oder T-Shirt. Oh, Paul Schark hat auch so ein bisschen die trendy Farben aktuell am Start. Gut, aber das ist jetzt relativ unspektakulär. Oh, wo ich gerade eine Jeans sehe. Wie heißt die Marke nochmal? Levi's oder was? Wie heißt die Jeans-Marke nochmal? Levi's? Ist das diese hier? Okay, wir bestellen Onkel Monty jetzt Jeans. So oft gehst du doch nicht nach mehr. Nee, Bruder, ich will auch ein bisschen mehr Jeans tragen. Sortieren nach Neuzugänge. So. Digga, die machen auch Pullover? Wusste ich gar nicht. Was ist das denn für eine Moissy-Meyer-Konstellation, Digga? Die beiden Farben zu kombinieren ist ja übelst komisch. Schmutz. Für mich. So. So, gucken wir uns mal die hier an. Und da fängt es bei mir auch schon an. Was bedeutet Crop Jeans? Was ist das? Bruder, ich will eine Jeans. Was ist eine Crop Jeans? Die Crop Jeans ist eine verkürzte Hose in 7/8 Länge, die den Knöchel freilegen oder sogar noch kürzer getragen werden. Schmutz. Trap Jeans. Bruder, muss ich jetzt Abitur haben, um mir eine Jeans zu kaufen oder was? Okay, gehen wir nochmal rein in die Wissenschaft. Die Trap Leg Jeans. Weichsteine, was? Ach, weist ein, Bruder. Hallo. Die Trap Leg Jeans weist eine gerade Form auf. Der lässige Schnitt ist in den Hüften und am Po. Weit geschnitten und am Bein läuft die Hose zu den Knöcheln hin konisch zu. Digga, ich will einfach nur eine verfickte Jeans kaufen, Mann.
Die Hosenbeine werden also schmaler. Daraus resultiert das Wort terrept, was verjüngt oder keilförmig bedeutet. Digga, was ist das denn für ein bodenloser Dreck? Weg, alles weg. So. Straight Leg Jeans, okay. Was haben wir hier? Der Straight Leg Schnitt weist einen geraden Beinverlauf von mittlerer Weite auf. Der Schnitt liegt also weder eng am Bein an, noch wirkt er ausgestellt. Durch den Schnitt werden ihre Beine optisch verlängert, was ihre Figur einem harmonischen, einer, ja, da sehe ich mich drunter. Okay. Das Model ist 1,36 und tritt Größe 31. Waist. Das verunsichert mich. Was bedeutet Waist jetzt? Was soll das, Digga? Bruder, ich will einfach Größe LXL, Mann. Größe 31. Das ist 1,86 groß. Dann bräuchte ich auch Größe 31. Haben sie nicht. 32 vielleicht auch noch in Ordnung, meint ihr? Ja, bei 128, Digga, kann man ja auch nicht so viel verkehrt machen. Oh, Digga. Also, Modegeschmack in allen Ehren, aber wer trägt denn bitteschön freiwillig in der heutigen Zeit noch eine Latzhose? Kennt ihr irgendjemanden, der freiwillig eine Latzhose trägt? Levi's 501 ist beste. Was, Bruder? Ich, 501. Und jetzt? €447? Hallo? Straight Leg Jeans. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das ist, Digga. Das war doch die gute, oder nicht, ne? Das war doch die, die wir brauchen. Ja. Ach, das ist die, die wir gerade reingemacht haben, oder was? In den Warenkorb? Ah, Moisty. Aber warum ist die jetzt so teuer? Weil die kaputt ist? Das ist eine Spezialedition. Da sehe ich mich drin, Digga. Das Model ist 1,83 und trägt Größe 32,32. 36,34. Haut doch hin, oder? Passt nicht. Wird zu groß sein. Na, dann war's das mit der Jeans. Schade. Ernie meinte, die 5-0 mit der 2 hier noch, ist das? Hm, die macht, was war denn jetzt nochmal Tarabdet Jeans, Bruder? Ich verstehe, also das, ach Digga. Bin ich nur so oder ist Jeans kaufen online echt schwierig, Digga? Gibt's noch die, oder die 03?
gucken wir mal so, warte mal. Wir machen jetzt den Monty. Sortieren und dann Preise fallend. Ah ja, moin, das war auch die teuerste, Digga. So, okay. Ja, gut, wir haben ja schon eine Jeans haben wir schon eingepackt. Ist ja eine mehr als, also keine. Macht Sinn, oder? Gucken wir nochmal bei Fendi. Fendi hat auch immer schöne Sachen, aber ist auch verhältnismäßig arschteuer, Digga. Sortieren, Neuzugänge. Ja. Ja. Ist jetzt nichts dabei, was mich überzeugt. Ja, ein Regenschirm. Na, gucken wir mal bei Farbe. Haben wir da was in Rosa? Ah ja. Nö. Und in Violett. Oh, nee, Digga. Guck mal, das meine ich. Da, mit der, guck mal, das wäre mir viel zu groß, die Bauchtasche, Digga. Was soll ich da drin, was soll ich da reintun, Digga? Soll ich Keile da reintun oder was? Ja, Dior gibt es hier nicht, Digga. Also gibt es schon, aber nur Retro. Also so Sachen von früher. Guck. Nur so ja, Retro-Sachen halt, ne? Aber was soll ich bei Dior gucken? Was ist mit deiner Louis Vuitton Supreme Bauchtasche? Die habe ich noch. Givenchy, da gucken wir auch noch mal. Oha, Digga. Oha. Oha. Weiß nicht, ob der Anzug gut aussieht oder nicht, Digga. Frage ist als allererstes Look ansehen, ob das Oberteil noch verfügbar ist. Was? Ja, da leckt mir doch die Rosette. Wurden 4.600 Euro für das Oberteil. Bruder, muss aber ganz dringend los. Also da, Bruder, wie kommt denn das zustande? Ja, Bruder, wo ist Wadi Tim, wenn man ihn braucht? Wadi hätte geklärt, Digga. Ja, nee, also Bruder, der Anzug sieht zwar schön aus, keine Frage, aber Bruder, für 4 Mille... Da gehe ich lieber mit ins Casino. Das kostet ja alles so viel, Digga. Die Cap kostet 500. Ja, Bruder, also irgendwo ist dann auch mal...
Gucken wir mal Neuzugänge. Ah, Krawatten, perfekt, Digga. Das ist ja alles so arschteuer, Digga. Haben die irgendwie. Was ist denn da los, Digga? Das war doch sonst nicht so teuer. Bruder, die Hose kostet einfach 2 Mille. Hallo. So, warte mal. Okay, dann ihr wolltet, dass ich mal bei Dior gucke. So, Mode. Herrenmode. Oh, ich bin ein bisschen überfordert. Okay. Ja. Aha. 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 Ja, schlecht sieht der Pullover jetzt nicht aus, oder? Wie findet ihr den? Ich finde den eigentlich ganz nett. Der Braunton sieht aber auch nicht schlecht aus. Der kommt auch geil. Oha. Die sind doch momentan so in, oder? Die sind momentan übertrieben in, ne? Ist das genau diese oder ist das so ein anderes Modell? Ich kenn mich damit nicht aus. In Schwarz, Bro. Ist das diese hier in Schwarz oder was? Ah ja. Aber ist irgendwie schon, weiß ich nicht, Bruder, Handtasche ist schon komisch. Wir können ja gleich nochmal speziell in die Kategorie Handtaschen gehen. Hallo, wo bin ich denn jetzt hier? Aber so vom Ding her, also die Pullover, wie fallen die denn aus von der Größe? Hm. Nur mit PayPal zahlen, sympathisch. Ah, Größe und Passform. Dieser Artikel sollte dezent locker sitzen. Wir empfehlen da, Ihre reguläre Größe zu bestellen. Hm, okay. Achso, erstmal die Hand aus. So, ich guck mal, ob ich hier. Ich glaube, ich habe hier einen Account. Da habe ich meine Handtasche bestellt für meine Ex. Für 3.500 Euro, 4.000 Euro. Auch wieder ein Wind geblasen, das Geld. Du recht hast du recht. Ja.
Und von der goldenen Kette für 11.000 Euro zu Weihnachten will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Und der Louis Vuitton-Tasche oben drauf noch. Also an Weihnachten habe ich 13, 14 Mille gelassen für Weihnachtsgeschenk. Und am Ende habe ich den hier bekommen. Am Ende habe ich den hier bekommen, Digga. Naja, so ist das, Digga. Ist dein Hund am Schleichen? Nee, deine Mutter liegt bei mir unter dem Tisch. Digga, natürlich ist das Kylo. Mann, ich weiß das Passwort nicht mehr. Oh nein, Digga, warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Was sagt Tipico? Ja, sehr gut. Sehr gut, das ist schon mal gut. So. Nee, das hat nichts mit Gefühle verrückt zu. Guck mal, das hat nichts mit Gefühle verrückt zu tun, sondern einfach. Guck mal, wenn man die Möglichkeit hat, man verdient gutes Geld und man kann sich auch teurere Sachen leisten, dann war. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich das geschenkt habe, weil das besonders viel Geld kostet, weil ich es besonders hübsch fand. Und am Ende des Tages. Ich gebe euch jetzt eine Weisheit. Ich gebe euch eine Weisheit mit auf den Weg, die im Nachhinein leider erst meine Ohrmuscheln erreicht hat. Ein weiser Mann hat zu mir gesagt: Marcel, schenke einer Frau niemals Schuhe oder Uhren. Und ich frage ihn, hä? Warum? Er guckt mich an. Marcel, wenn du einer Frau Schuhe schenkst, läuft sie dir weg. Und wenn du einer Frau Uhren schenkst, ist eure Zeit abgelaufen. Und ich habe das kurz auf mich wirken lassen. Und es hat Sinn gemacht für mich. Denn wenn ich es auf meine letzte Beziehung reflektiere, ich habe gefühlt 15 Paar Schuhe geschenkt und 2 Rolex-Uhren, beziehungsweise eine Rolex-Uhr zum Geburtstag geschenkt und die andere Uhr war meine, aber habe ich so, also sie konnte die tragen. Die habe ich dann wiederbekommen. Die andere, die ich hier zum Geburtstag geschenkt habe, ist halt Geburtstagsgeschenk gewesen, so doof gelaufen. Aber es hat Sinn gemacht dann. Vielleicht ist es dann in dem Moment auch nur so ein Aberglaube gewesen und es hat dann Sinn gemacht. Aber am Ende habe ich gedacht, ja, er hat recht. Zwei Rolex, wie gesagt, nochmal für dich auch zum Zuhören. Die eine Rolex war meine, die war nur Leihgabe, die habe ich wiederbekommen. Und die andere Rolex, die ich jetzt zum Geburtstag geschenkt habe, hat damals 6.000 Euro kostet, 7.000 Euro. Das war ein Geburtstagsgeschenk, ja. Und jetzt, Digga, kann man mir, glaube ich, keinen Vorwurf machen, oder? Ich glaube, da kann man mir keinen Vorwurf machen, lieber Livestream-Chat. Ich glaube, jeder von euch da draußen... Jeder von euch da draußen, wenn er in meiner Situation wäre, beziehungsweise gutes Geld verdienen würde und das Geld locker sitzen würde, würde der Person, wo er denkt, dass diese Person die ist für die Zukunft, würde er auch beschenken und verwöhnen bis zum geht nicht mehr. Vielleicht auch in manchen Stellen vielleicht dann zu viel des Guten gewesen, das kann gut möglich sein, ja.
Aber in dem Moment hat es sich auf jeden Fall für mich richtig angefühlt. André Köln schreibt, den Spruch mit den Schuhen und Uhren habe ich überhaupt nicht verstanden. Und der Chat so, wow, voll deep, haha. Ja, dann bist du halt der einzige Intelligenzverweigerer in dem Moment im Chat gewesen. Bruder, was schreibst du jetzt mal im Chat, wenn du zu doof bist, den Spruch zu verstehen? Ich muss dich hier mal ganz kurz anmelden. Man kann so laut schnarchen noch. Big Mac, kannst du dich noch an das Mischpult damals erinnern? Dieses kleine silberne Mischpult mit dem Regler, was ich mir bestellt habe, was ich ersetzen wollte für das hier. Das habe ich mir damals bestellt und nie angeschlossen und irgendwann habe ich es verkauft. Heute hat mir der Tonmann geschickt, der hier war, den du ja auch kennst, hat mir das Mikrofon geschickt und meinte zu mir, das ist das Mischpult, was mir alle meine Probleme nehmen wird. Ganz Belastiko. Digga. Aber ich habe zu ihm gesagt, Biggie, ich habe zu ihm gesagt, ich habe zu ihm gesagt, dass ich mir noch nicht sicher bin, ob ich jetzt hier noch an dem Ton etwas machen möchte oder nicht, weil eigentlich klar, ein gewisses Rauschen ist noch da, aber irgendwo auf einer anderen Art und Weise ist es auch so gut, wie es ist. Weiß ich nicht, Digga. Oder meinst du, man soll da nochmal einen Stepper reinmachen? Ich finde es auch so schon gut, ja. Ich habe halt Angst, Digga, wenn er zu viel wieder rumfummelt, dass es dann sich nicht mehr gut anhört, weißt du? Wie ich meine, Biggie? Da habe ich, Bruder, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Irgendwie gehört es zu mir dazu, ja. Habt ihr recht, Chat, ja. Bin ich ganz bei euch. So. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Moment. Der Gast hat sich angehört wie eine verfickte Ziege, Mann. Das war ganz, der Rülpser war ganz, ganz komisch. Gehen wir nochmal rein in Taschen. Taschen und dann alle Taschen, Handtaschen, Minitaschen, alle Taschen, oder? So. Aber wieso sind denn jetzt hier Weiberhandtaschen dabei? Ah, Moisty. Herrenmode. Und dann? Taschen. Also diese Reiter-Satteltaschen, die sehen optisch so von der Form ganz cool, aber ist jetzt nicht so das, was ich so für mich. Ich weiß nicht, Digga. Ne, die ist mir auch, die finde ich, die ist viel zu groß, oder? Ja, das ist ja fast ein Kulturbeutel, den er da dann mit hat. Die ist zu breit, Bruder.
Bruder, das ist mir auch, das ist mir alles zu groß. So gay, Hades, solche Leute bann. Wenn Leute als gay als Beleidigung bei mir im Chat benutzen, permanent bann. Mir egal, ob der 2 Jahre Subscriber ist, hat er selber Schuld. Also Bruder, wir leben im Jahr 2022 und wenn unterbelichtete Arschlöcher immer noch gay als Beleidigung benutzen, Bruder, das sind Leute, die wollen wir bei mir nicht im Chat haben. Das ist Schmutz, Digga. Da gibt's auch keine Diskussion. Aber es geht um Handtaschen für Männer. Ja, eingestuhlt 95. Willst du direkt hinterher, oder was? Willst du direkt hinterher? Hm? Welche Handtasche hatten wir denn da vorhin geguckt, die ihr meintet, die so gut ist? Also die, wir hatten uns doch vorhin eine angeguckt. War das diese hier? Welche war das? Wir haben uns doch vorhin eine angeguckt, die war Niceness. Ja, die war von Dior. Ja, hallo, wir sind auf der Seite von Dior. Ja, das war's. Die war das hier nicht. Glaube ich. Oder war das die? War das die hier? Diese war das hier. Die beiden haben uns. Ich habe kurz im Verlauf geguckt. Die waren das hier. Klatsch heißt die oder so. Klutsch, Klatsch. Und die heißt Safari. Ah, die ist ein bisschen größer, glaube ich, ne? Die ist ein bisschen dezenter, kleiner. Ja. Ja, ich finde die dezent kleiner. Klatsch haben so viele. Ist das wirklich so? Boah, ich bin da nicht in der Modewelt so drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, Digga. Gönn dir eine Fendi-Tasche, die hat nicht jeder. Wollen wir bei Fendi gucken, oder was? Schauen wir mal bei Fendi, Digga. Taschen. Bruder, die sind, glaube ich, aber arschteuer. Na, Bruder, gucken wir mal. Sowas in die Richtung, meinst du? Was ist das hier? Nee, Digga. Frauentasche. Brudi, wie gesagt. Du musst sie ja nicht tragen. Wenn sie dir nicht gefällt, ist doch vollkommen okay, Bruder. Aber wir sind in einer Zeit angekommen, wo man auch als Mann sowas tragen kann. Wenn du damit ein Problem hast, dann teile das Problem mit dir alleine und nerv mich damit nicht. Oder uns nicht damit. Weil, Bruder, am Ende des Tages, ob du findest, dass das eine Frauenhandtasche ist oder nicht, das juckt mich wirklich nicht die Bohne. Und Digga, die hat sogar noch so... die hat sogar noch so... Als wenn das ein Koffer ist, Digga. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Ja, hier sagt mir jetzt, bis jetzt nicht so eine so krass zu. Muss ich gestehen. Gucken wir nochmal bei Gucci. Da hatten wir schon eine Bauchtasche eingepackt. Moment. Rino. Taschen. Sortieren. Nee, dann gucken wir mal hier. Das Ding ist, bei diesen ganzen, hier ist immer nirgendwo ein Bild abgebildet, so, also mit wie, an dem Model, wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wir wollen jetzt hier auch keine Paralympics daraus machen. Momentarino. War das die hier? Ne, die hatten wir gerade. Safari, das war die hier. Also die war ja ein bisschen größer als die andere. Jetzt ist das Scheißding alle, ich hab's ganz genau gewusst. Also Safari ist, glaube ich, bisher schon die beste, vor allen Dingen, weil man die auch nicht so oft sieht. Würde ich sagen, oder? Die sieht man nicht so oft. Also wir haben jetzt die Auswahl zwischen der und der hier. Ey Bruder, warum ist denn hier jetzt kein Bild? Und der hier. Also die oder die. Ich gehe mit der hier, Digga. Scheiß drauf. Oh, die ist der Bild. Digga, die ist nicht verfügbar, meine Fresse. Scheiß drauf, Digga. Dann soll's nicht sein. Dann soll's nicht sein. Ja, dann bestelle ich jetzt die Sachen bei Fahrtech. Da haben wir 5 Teile. Einmal die Jeans, weil ich muss mal kurz gucken, ob man hier irgendwas sieht, was man nicht sehen soll. Ich habe immer Nasenbluten. Na, egal. Also wir haben die Jeans. Wir haben die Jeans, wir haben den Paul Shark Pullover, die Socken, die Gucci-Tasche und den Balenciaga, die Balenciaga-Hose. 1600 Euro. Passt doch.
Dann haben wir auch, ja, dann reicht jetzt auch mal. So, die Sachen sollten, heute haben wir Montag, die Sachen sind alle Mittwoch da. Dann mache ich eventuell eine Instagram-Story davon. Aber die Sachen sind auf jeden Fall alle am Mittwoch da. So, das haben wir bestellt. Und ja, Bruder, die Tasche von Dior, die hätte ich jetzt schon gerne, Digga. Verfügbarkeit in der Boutique. Naja, es ist da, aber ich mach mal hier so eine Benachrichtigung an, gut ist. Och, Keilöchen, so ein Feini. Ja. Gut, und dann haben wir da zweimal den Pullover. Den bestellen wir auch. Eventuell, wenn ich mich zusammenreißen kann, über Livestream-Chat, werde ich die Pakete aufspannen und sie zusammen mit euch im Stream aufmachen. Dann hätte Crew und Kevin einen besseren Upload, dann würde man einmal das Bestell sehen und das auspacken. Das könnte man eigentlich dann zusammenschneiden auf Cramfarino. Der mitdenkende Boss, ja, so ein bisschen vielleicht, ja. Digga, ich hab doch gerade bezahlt. Warum backt die Seite jetzt rum hier? Habe ich das jetzt zweimal bezahlt? Nee. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Konto minus? Nee. Ach so, Tipico, ganz wichtig. Okay, ganz wichtig. Sehr gut. Sehr gut. Die kleinen Wichser bieten mir kein Cashout an, ne? Auch bodenlos. Da kam was mit, ne? Nee. So, jetzt ist hier, funktioniert das jetzt auch mal oder was? Wann hast du Interesse für Männerhandtaschen gefunden? Du, ich habe jetzt seit einiger Zeit schon länger Bauchtaschen und hatte mir jetzt vor zwei Wochen eine Bauchtasche bestellt. Und ich kann dir mal zeigen, wie die bei mir aussieht. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Ich hole die mal ganz kurz. Die muss ich aber dann mit einem Pullover tragen. Und die hat mir sehr gut gefallen. Die hat mir sehr gut gefallen. Und
habe auch doch das ein oder andere Kompliment dafür bekommen. Ja, ich hole die mal ganz kurz. Probe, also scherzhalber. Nee, Kaido, alles gut, bleib da, alles gut. Ich gehe nur Pipi machen, Kaido. Hier ist das. Die hier. Und ich finde die. Bruder, mir gefällt sie. Mir gefällt sie. Wisst ihr, wie ich meine? Schnauze, Kaido. Schnauze, du Wichser. Schön in schwarz-weiß. Kann man gut zum Outfit kombinieren. Hat mir gut gefallen, Digga. Ja. Fand ich ganz nice. Ist ganz angenehm, wenn man da seine Sachen so reintut. Fand ich cool, Digga. So trägt man sie aber nicht. Das ist mir vollkommen scheißegal, Digga, wie du denkst, wie man sie zu tragen hat. Ich trage sie so, wie ich Bock hab. Gameboy-Tasche? Puh, Bruder, am Ende des Tages kannst du mit Sicherheit auch ein Gameboy da reintun. Mit Sicherheit kannst du da auch ein Gameboy reintun. Trag dich auch über Schulter. Guck mal. Das ist so ein Ding, ist alles schön und gut, aber lieber Livestream-Chat, Bruder, ihr müsst mir nicht wieder auf Krampf jetzt versuchen zu sagen, wie ich was zu machen lasse. Weißt du, ich mach so, wie ich möchte. Okay? Deswegen sitze ich heute auch hier, weil ich so bin, wie ich bin, Digga. Und weil ich nicht mich voll labern lasse von irgendwelchen Leuten, wie ich zu sein habe. Also ich trage das Ding so, wie ich Bock habe. Simpel, oder? Relativ simpel. So, ho, ho. Jetzt habe ich mir keine neue CE-Zigarette geholt. Komm sofort wieder. Din 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 din.
trinken. Digga, Haifa, ich weiß nicht, Bruder, ob du das Song nicht, Digga, Candle in the Wind ist für die verstorbene Prinzessin Diana und du fragst mich, ob ich Liebeskummer hab, Digga. Also wirklich, weg, weg. Erstmal auf die stille Treppe für einen Augenblick, Digga. Manchmal fasst man sich schon am Kopf. Ich hol mir nochmal ein Wasser. Und wir gehen rein in. Wir gehen rein in Fall Guys. Tipp, 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 tipp. Hallo. Hallo. Warum kommt hier kein Bild? Ja, super, Digga. Ah, ist ja wieder ganz klasse. Na egal, dann machen wir es so. So. Okay, dann habe ich es jetzt, weiß ich nicht. Ah, perfekt, Digga, nice. Aber wirklich GG's. Ach, Digga, scheiße, wirklich geil. Also wirklich, es ist bodenlos hier. Was soll denn die Scheiße? Also Bruder, das war manchmal versteht man die Technik nicht. Egal, ich probiere es nochmal. Warum kann ich Fall Guys nicht aufnehmen als Spiel? Warum kann ich die Spielaufnahme hier nicht machen? Das ist schon wieder bodenlos. Es hat gestern geklappt. Ja, jetzt bin ich ausgeschieden. Perfekt. Das ist wieder eine. Es ist ganz großer Müll hier gerade. Das versteht man auch nicht. Das hat sich aufgehangen, aus was für einem Grund auch immer. Das hat sich einfach aufgehangen. Was ist da jetzt das technische Problem? Ich raff es nicht. Oder es ist einfach ein Stand. Es ist einfach ein Standbild. Was ist das, Digga? Was ist das? Bruder, was habe ich hier schon wieder veranstaltet? Was soll denn die Scheiße, Digga? Hallo? Digga, das ist ja wohl bodenlos. Spielaufnahme, Digga. Warum funktioniert das nicht? Ne, funktioniert nicht. Funktioniert nicht, Digga. Und ich kann euch nicht sagen, warum das nicht funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen. Falsche Szene? Ne. Ich kann's nicht. Ich quitte nochmal aus dem Game raus. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Weiß ich nicht. Gestern hat es geklappt. Ich starte das Spiel nochmal neu. Weiß ich nicht.
ich check's gerade nicht. Aber es ist die schlechtere Qualitätslösung. Naja, geht ja. Ja, trotzdem ist es dulli, Digga. Ich verstehe nicht, warum das... Gestern hat es noch geklappt. Mexikanische Cola. Oh. Ja, mal gucken, Digga, ob er an den Bruder denkt. Scam Coke. Ja, Bruder, kann sein, Biggie. Habt ihr die Neuigkeiten schon mitbekommen? Vollgas wird kostenlos. Ab 21.06. Für alle kostenfrei. Das wird richtig nice. Komplett kostenfrei. Safe nicht? Doch, doch. Wurde doch angekündigt. Creator Code? Keine Ahnung, Digga. Ich. Oh mein Gott, als erster? Fragezeichen? Fragezeichen als erster? Als erster? Als erster? Oh mein Gott, der Profi, Digga! Boah! Call me Monte, der Profi. Schauen wir mal in Lostarino zu. Ja, okay, er war wirklich Lostarino. Von welcher Marke sind deine E-Zigaretten? Bruder, kauf dir die, die du Lust hast. Ich werde keine Marken bewerben von E-Zigaretten. Es sei denn, ich habe eine eigene Marke. Und die habe ich noch nicht. Fall Guys, Switch und Xbox. Nee, überall wird's kostenfrei, Digga. Überall wird's kostenfrei. Er sieht dann aber ich auch mittlerweile andere. So, let's go. So. Fucken wir ein bisschen ab. Ja, ne? Er ist schon ins Elend gesprungen. Er ist schon ins Elend gesprungen.
Geil, Digga, das macht so Spaß in diesem Spiel. Ja, ja, okay, komm mal her. Du Burgersohn. Ja, halt mich fest, kein Problem. Ja, okay, du willst es, du kriegst es. Ach, falscher Mann. Du willst es, du kriegst es. Ah, aua. Na komm. Na komm, mein Süßen. Gönn dir. Aha. Schnell weg, ich habe hier viele Feinde. Da ist der Burger, Fettsack. Ah. Vier Leute noch. Ich möchte nicht einer davon sein. Aua. Oder lass doch los. Besser. Hey, du Fettsack. Einer noch, komm. Ich will es nicht sein. Komm. Ah, au. Nee, 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 nee. Oh mein Gott, du Fettsack. Ah, nein, wir hatten uns beide gesagt, du musst loslassen, Junge. Ah, oh, nee, das wird hier ein Ding da oben. Ah, au. Ah, nein, ich hab Karma kassiert. Schmutz! Digga, er hat aber auch so ein Auge auf mich geschissen, der kleine Hodenkobold, Digga. Na, egal, scheiß drauf, Digga. Wir hatten Spaß, das ist das Wichtigste. Schmutz, Digga. Schmutz. Du hast auch angefangen. Schuldig im Sinne der Anklage. Ich hol mir mal kurz Wasser noch. Der anderen eine Grube gerät, der braucht ein Grubengrabgerät. Ja, das stimmt. Ganz schnell mal bei Dings. So, Tippi. Ah, die Idioten schießen wieder keine Tore. Große Kacke, Digga. Regnet es bei euch? Nein. Es war Regen angekündigt. War bis jetzt noch nicht. Bitte nicht! Bitte nicht! Oh. Aha. Aha. Aha, mein Polo. Aha. Ein paar Meter machen. Aha. Verpiss dich, du Fettsack. Richtig. Schauen wir nochmal einen richtigen Losty zu. Er hat ja schon gar keinen Bock mehr, Digga. Er spielt wieder mit dem Feuer. Digga, er ist als letzter rein. Oha. Digga, Timmy, Mann.
Oh ja, oder? Oh, von meinem Kollegen, der Schein könnte kommen. Arsenal, Digga, ihr Idiotensöhne. Meinem Kollegen fehlt hier noch ein Tor. Mal gucken. Ne, ich habe heute noch kein Warzone gezockt, Digga. Also heute Nachmittag habe ich Warzone gezockt. Hast du zwei Scheine gemacht? Nee, mein Kollege hat einen Schein gemacht und hat mir den Link von seinem Schein geschickt. Deswegen kann ich seinen auch gleichzeitig mitverfolgen. Oh nee, nicht dieses Game, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ach, Digga, es ist so Schwanz. Digga. Dieses Spiel hat mich letztes Mal mental schon gebrochen. Ja, gut, nimm ich. Alles gut, nimm ich. Oh mein Gott, von wo? Warum? Warum, Digga? Warum bin ich da runter? Ist da Wind gewesen? Das habe ich nicht gesehen, Digga. Hey, wo bin ich? Ach, leck mir das Rosettchen wund. Hey, du Hurensohn! Bruder, bitte jetzt hier mal einen Win. Oh, jawohl! Wichtig! Das ist das zweite Mal, dass ich das Minigame gespielt habe, Chat. Das zweite Mal, dass ich das Spiel gespielt habe. Keine Tore passieren, Schmutz. Der Profi. Oh nee, Digga, das Spiel. Janitz, danke dir für 300 Bits und Modus E-Zigarette mit zwei. Warum lagerst du nicht ein paar von uns hier unten im Streaming-Raum? Ja, könnte ich mal machen. Danke dir auch. Bett kommt mit 2 Euro dabei. Kuss. So, erstmal jetzt hier Trick 17. Erstmal alle Idioten springen lassen. Und dann den wichtigen, entscheidenden Sprung machen. Au! Digga, mach doch mal. Lauf doch. Digga, der eine hat den Run seines Lebens, Bruder. Er ist noch nie so schnell gelaufen. Oh nein! Digga, die Banane! Hallo! Bruder, 14 Leute. 14 Leute. Ich möchte einer davon sein. Ja, wichtig und richtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Verpiss dich, Junge. Mach nicht die Jawolski. Rein in die Olga. Wichtig. Guck mir. Ja, Digga. Elf Leute jetzt. Könnte schon Finale kommen. Ne, 14 Leute. Ach, 14 können weiterkommen. Ah ja, 14. Ja, dann ist noch kein Finale. Reifenlegende. Oh nee, Digga. Hm. Ah. Au. Au. Oh nee, Digi. Au.
Oh, ganz wichtig fürs Selbstbewusstsein. Jeholski, Digga. Ganz wichtig hier. Die Big Points. Und da ist er schon durch. Ganz wichtig. Schauen wir mal hier, Not gegen Elend. Der hat 0 Punkte, Digga. So ein Versager. Wer weiß über mir, der Weltmeister? Was ist seine Mission? Was ist seine Mission? Er ist so ein Fettsack. Mona Moon. Schneeengel. Mona Moon, rein da ins Elend. Rein in den Bruch. Ist noch jemand mit 0 Punkten? Nee. Er hat einen, der Arme. Wo ist Mona? Was machst du da? Ja, komm, da sind 3 Punkte. Na gut, okay, der eine Punkt erklärt sich gerade von alleine, oder? Ui, yippie! Digga, ist das Elend. Digga, was ist das? Digga! Ja, leg mal für die anderen vor, perfekt. Oh Mann, Digga! Oh Mann, Alter! Okay, jetzt wird's unangenehm, Digga, jetzt kommt das Finale. Karma wird so kicken, scheiß ich drauf, Digga. Ich bin aber im Finale. Okay, das ist nicht unmöglich. Wenn man festgehalten wird, schon. Das Spiel mag ich. Also ist auf jeden Fall ein gutes Finale. Let's go. Let's go. Die Frage ist, fuck ich die Leute ab oder fuck ich die Leute nicht ab? Die Antwort ist klar. Okay, nee, ich fuck lieber nicht ab, Digga. Es gibt Karma. Ganz schlechtes Karma. Nein, nein, Bruder, alles gut, alles gut. Nein, 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 nicht festhalten. Bruder, ich halte auch nicht mehr fest. Wallah, wieder, ich halte nicht mehr fest. Bruder, ich hätte schon Bock festzuhalten, aber ich habe jetzt Wallah Billah gesagt. Geht nicht mehr. Ich darf nicht mehr festhalten, Digga. Fliegt auch keiner raus. Oh mein Gott, das war nicht beabsichtigt, mein Junge. Ist doch keiner rausgeflogen. Bruder, mit Festhalten werden schon einige raus, vertraut mir. Aber jetzt habe ich Wallah Billah gesagt, dann darf ich auch nicht mehr. Immer noch keiner rausgeflogen, Digga. Was ist denn das für eine Tryharder-Lobby, Mann? Immer noch keiner rausgeflogen. Immer noch keiner rausgeflogen. Immer noch keiner rausgeflogen, Digga. Das ist ja wohl bodenlos. Keiner rausgeflogen. Das ist ja wohl frech. Oh mein Gott. Steh auf, steh auf, steh auf. Ach, Digga, fick meine... Weil er hingefallen ist wie ein Fettsack, Digga. Wie so ein verfetteter Fettsack. Schmutz! GG trotzdem in den Chat. Was sagt
Fußball. Ah, Bruder. Bei meinem Kollegen fehlt ein Tor. Norwegische Liga hat er getippt. Eastman, nee, den kennt ihr nicht. Den kennt ihr nicht. Wie hoch, Bruder, ist der Schein von meinem Kollegen, da rede ich nicht drüber. Also im Sinne von Einsätze etc. Ihm fehlt ein Tor in der norwegischen Liga. Also du, Digga, seid ihr geistig ein bisschen beschränkt heute? Oder ich sag, ich habe einen Schein, meiner läuft gut. Warum sollte ich dann sagen, dass ein Kollege noch einen Schein hat? Das macht ja gar keinen Sinn, Digga. Wenn ich sage, ich habe einen Schein, dann muss ich doch nicht sagen, im nächsten Moment, ja, mein Kollege hat auch noch einen Schein. Das macht gar keinen Sinn, ihr Freizeit-Typico-Analysten, Alter. Auf los, was ist denn die Wette? Mehrere Optionen, ob ich das Game gewinne? Ob du ins Finale kommst? Okay, ja, das macht Sinn. Nie gespielt. Keine Ahnung, Digga. Kenne ich nicht das Game. Ah. Ah, Bruder. Ah, okay, vom Grundprinzip verstehe ich das Spiel. Also ist so wie das andere Game. Kann man hier einen Trick 17 direkt am Anfang machen? Ah, hab ich mir fast gedacht. Windkanal. Okay, gut, jetzt hab ich's auch gecheckt. Okay, das funktioniert nicht. Was ist denn jetzt hier die Mission? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Ist das eine Scheiße! Ich hab's noch nie gespielt, Chat. Verzeiht mir.
Es ist ein Rumgewichse hier. Es ist ein Rumgewichse hier. Aua. 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 Oh mein Gott, ich hab meine Mutter. Ah, ach, scheiß drauf, Digga, das war's. Glaube ich. Ich geb noch mal. Oh mein Gott. Ah, ah. Ah. Au, mein Polo. Ist das ein Abfuck-Game, Digga? Oh, ich war so dicht dran, Digga. Aber geiles Level, Bruder, das muss ich sagen. Aber das tat richtig weh, Alter. Oh. Ganz belastend. Schwanz. Impact QT mit 30 Euro. Jo, bin neu hier im Club. Dein Stream ist Baba Dude. Wünsche dir und dem Chat eine geile Woche. Das wünschen wir dir auch, Digga. Danke für den dicken Supporterino hier. Küsschen aufs Nüsschen. Besten Dank. Besten Dank, Kollege Schnürschuh. Ist halt schwierig, wenn man das Minigame halt das erste Mal gespielt, weißt du, wie ich meine? Dann ist es halt auch so direkt abzureißen, ist schwierig manchmal. Digga, das spielen wir ja schon die ganze Zeit. Herr Scherderseele, glaube ich, mit einem gegifteten Sub. Danke dir, mein Bester. Das ist ja wirklich easy. Herr Scher der Seele. Ja, so heißt er, Digga. Eingegifteten Zap, danke. Big Mac, den Trolley-Bytes-Befehl kannst du mal rausmachen, Bruder. Habe ich ganz vergessen. Den kannst du rauslöschen. Die brauchen noch ein bisschen, die haben Rohstoffmangel. Nee, doch, die Partnerschaft sollte zustande kommen durch Corona. Morona ist bei denen momentan gerade ganz große Krise. Also Krise im Sinne von, ja, schwierig. Schade, ich hätte, also ist noch nicht ab, also das kann auch zustande kommen, aber aktuell ist bei denen schwierig. Ist ja auch all good, Digga. Hat viele ja getroffen. Oh ja, hier haben wir Schleimkraxler, das Spiel, was wir eben gespielt haben, bloß in einer anderen Variante. Push dich. Ja, eigentlich, also das Spiel weiß ich, wie es funktioniert. Klar, Fehler können immer passieren, das ist ja klar wie Toastbrühe. Aber das Spiel kennt man ja. Kommt auch an, wie die Leute jetzt hier am Anfang unterwegs sind. Ist aber eine leicht abgeänderte Variante. Ah. Oh. Ah.
mache jetzt hier nicht den Trick 17, Digga, weil ich eigentlich ganz... Hey, hey, entspannen Sie sich. Feuern. Ja! Ja! Die Leute abfacken, Digga! Ja, schön! Oh mein Gott! Nein, bitte nicht mich abfacken, Bruder! Ah, lieber schnell rein, Digga! Geil! 1-1 Ende bei der norwegischen Liga. Ist das so? Boah, das tut mir so leid für meinen Kollegen. Ist Ende, Digga. Boah, das ist so bitter. Ja, das fühle ich, Digga. Das fühle ich, dass er noch mal ein bisschen abfuckt. Gucken wir mal. Der ist rausgeflogen? Hat der eine sich katapultieren lassen von diesem Ding oder was? Ah ja, das glaube ich, kennen wir. Das Spiel haben wir schon gezockt. Haifa mit 2 Euro, mein Supporterina hast du auch, wenn du mich Timeouts kusst. Ja, Bruder, war Dulli-Kommentar, muss ich ehrlich sagen, Digga. Tut mir leid. Herr Scher der Seele nochmal mit einem gegifteten Sub. Danke dir, mein Bester. Ja, das kennen wir so halbwegs. Das kennen wir so halb, das Spiel. Schon cool gemacht. Aua. Au, Digga, von was? Digga, was ist denn da los, Alter? So, jetzt aber. Und Abfahrt. Ah, das kenne ich hier noch nicht. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, er hat mich raus. Leck mich doch am Arsch. Was ist das denn für ein bodenloser Dreck? Ey! Das finde ich nicht korrekt. Hallo? Jawohl. Richtig. Oh, Digga, nur 12 Leute. Komm weiter. Das wird Krise. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Oh! Ah! Ah, mein Poloch! Ist noch keiner weiter? Gut, richtig und richtig. Ich habe auch keine Ahnung, die Variante kenne ich noch nicht. Ey! Oh mein Gott. Ey, lass zusammen, wie ein brüderliches Team, okay? Noch keiner weiter, einer weiter, okay? Wichtig eventuell. Nein. Oh mein Gott. Komm, hier die letzten Meter. Ganz wichtig und entscheidend. Essentiell wichtig. Oh mein Gott, das werde ich nicht schaffen. Ja, ja, die halten sich gegenseitig fest. Ja, die halten sich gegenseitig fest. Hey! Oh, du Hurensohn! Pissig. Digga, er hat mich festgehalten, der kleine Nuttenbengel. Ich will raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Raus! Kylo, alles gut, Papa hat hier nur einen emotionalen gerade. Ich möchte rausgehen, Mann! Bitte!
bodenlos, Digga. Ja, Digga, Juventus-Tor juckt nicht. Hallo. Reactive im Sechser dabei. Moin King Kong, wollte nur einfach mal Danke sagen für dein Content. Bist der Beste. Viel Liebe an dich. Beneid dich ab und zu. Kuss, Kuss, Kuss. Ich danke dir, mein Bester, für den Supporterino. Kuss. Dennis mit einem gegifteten Zapparino dabei und Mrs. Panda mit 5 gegifteten Zapparinos. Ich danke euch für den Support. Fusselwurm mit einem 2 dabei. M-Hunde, deine Streams in letzter Zeit sind hammerfettbombe krass. Ah, ja. Besten Dank. Bestens. Danke. So, ho, 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 ho. Nochmal mal gucken, Digga. Heute gewichst? Nee, heute habe ich nicht gewichst. Heute habe ich nicht gewichst. Warum kommt immer dieses Spiel als Anfangsspiel? Kann man da nicht mal ein anderes Spiel so? Weil immer die gleiche Scheiße, Digga. Das ist doch lahmarschig, dass immer das Spiel hier als erstes kommt. Anonym, danke dir für 10 geriftete Subs. Kuss. Bot Robbis mit einem 2 Moin Munte oben links in der Ecke ist schon seit ein paar Tagen ein kleiner halber Kreis. Da ist gar kein Kreis, Digga. Was darfst du für ein. Was für ein Kreis? Du meinst das Weiße hier oben? Ah ja, stimmt. Was ist das? Hä? Was ist das? Jetzt ist er weg. Montes Fisch mit 2 Euro hilf ich ertrinke. Ja, wahrscheinlich. Warum klemmt das jetzt? Hä? Ja, weiß nicht, ob das die leichtere Variante war. Ach ja, natürlich, Digga. Na, Klärchen, Bärchen. Ja, aufstehen. Oh nee, das war der verkehrte Weg. Bitte, 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 lass mich nicht verlieren.
Lass mich nicht verlieren, bitte nicht. Schmutz. Ganz großer Schmutz, Digga. Ganz kurz, Cold Driven, warum hast du die jetzt gebannt? Die Eve, warum hast du die permanent gebannt, Digga? Nur für mein Verständnis. Er guckt vielleicht noch nach, auf entspannt. Ach, Digga, es ist so bodenlos, Alter. Wird wie ein Arsch gefickt. Ist das schon wieder das gleiche Spiel? Oh, ich wollte gerade sagen, Digga. Er ist nicht mal da, ja, dann ist alles gut, Digga. Kein Problem. Ach, Digga. Geht die Wand hier nicht? Ah, okay, ja, scheiße, dann bin ich raus. Die Wand geht einfach nicht auf, Digga. Das ist so dämlich, das Spiel. Ja, das war's. Erste Runde raus. Oder vielleicht auch nicht. Inshallah. Und raus. Digga, dieses Geräusch macht mich so sauber. So doof, Tore zu schießen. Arsenal, wirklich ganz, ganz großer Schmutz. Nee, ich habe keine Tattoos auf den Beinen. Möchte ich aber in naher Zukunft nochmal irgendwann angreifen. Bruder, ich brauche einfach bei Arsenal 2 Tore. Ich habe Handicap gespielt. Ich habe Handicap 1 oder 2 und 2 Tore, Digga. Ist eigentlich machbar, Digga. Aber Bruder, Schwanz mal wieder natürlich. Wie immer Schwanz, Digga. Schon was Konkretes für die Beine geplant. Ja, ich habe so eine... So aus... Anfangs Erwachsenenzeiten, ich hätte gerne an beiden Knöcheln sowohl links als auch sowohl links als auch rechts am Sprunggelenk
am Sprunggelenk, also an den Knöcheln halt über dem Sprunggelenk, hätte ich gerne Flammen. Weiß nicht, ob ich das irgendwann wirklich mal mache, aber das fand ich eigentlich immer ganz cool. Zumindest damals. Oder Shifty und Moisty. Ja, Big Mac, Bruder. Ist auch scheiße, Digga. Auch scheiße, Digga. Also hier, an dem Knöchel, hier, nach oben hin, bis hier hin ungefähr, diesen Bereich Flammen. So nach oben hin Flammen. Das fand ich früher cool. Ob ich es jetzt mittlerweile gut finde, weiß ich nicht. Aber an beiden Beinen hatte ich halt überlegt. Keine Ahnung. Wie oft gehst du Sonnenbank? Einmal die Woche. Oh nein, Digga. Zähl die Früchte, vermeide den ansteigenden Schleim, zeig. Bruder, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich verstehe, ich habe das Spiel erst einmal gespielt und habe es letztes Mal nicht verstanden. Ach, jetzt habe ich das auch nicht gelesen. Okay, was muss ich machen? Okay, zähl die Früchte. Aha. Ja. Aber was soll ich jetzt hier zählen? Bananen oder was? Zwei Bananen? Vermeid den Schleim. Und jetzt? Und jetzt? Gehe auf das Antwortfeld 2. Hä? Was denn? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Digga. Ich verstehe es nicht, Digga. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. 1, 2, 3. Hier, Bruder, muss ich die Früchte zählen oder was? Bruder, ich verstehe das Spiel nicht. Vermeide den Schleim, ja, okay. Bruder, da wo alle sind. Hier, Bruder, ist das richtig hier? Ich glaube, die meisten verstehen es auch nicht, Digga. Ich verstehe das Spiel nicht, Digga. Ich verstehe das Spiel nicht. Und die anderen auch nicht. Das ist bodenlos, das Spiel, Digga. Das sage ich euch so, wie es ist. Das ist bodenlos, das Spiel. Ich gehe kurz für kleine Mädchen. Bin gleich wieder da, Chat. Bodenlos, Digga.
Franz war mit 8 Euro. Montes Fuß mit 8 Euro. Monte, ich brenne. Kipp das Aquarium aus und lösch mich schnell. Witzig. Danke dir trotzdem natürlich. Crazy mit einem Zehner im Mund. Da kannst du so meinen langjährigen Kollegen Nick grüßen. Er ist auch ein großer Fan von dir. Fast hättest du mich gehabt, denn der Name ist ein Doppelname. Und der zweite hätte, wehgetan. Ja, aber Bruder, ich bin ja nicht ganz doof. Jetzt wollen wir mal ganz kurz luschern, ob du auch so doof warst, mit deinem echten Namen zu donaten. Ich weiß nicht, es könnte gut sein. Ich bann den aber mal vorsichtshalber. Weil sowas fühle ich nicht, Digga. So. Co-Driven, ich lese mir das gleich durch, Digga. Ich muss hier kurz einmal die Runde hier machen, oder? Aber danke dir schon mal für die Antwort. Easiness. Richtig. Nichtsdestotrotz. Oh mein Gott! Ganz richtig und richtig. Easiness. So. Mrs. Classic, danke dir nochmal für 5 Gegiftete. Ja, ich glaube, Kudrim, dass er sich verschrieben hat und meinte, habe ich halt auch 18-Jährige date. Nicht unter 18-Jährige, sondern ich glaube, sie wird gemeint haben, ob ich auch 18-Jährige date. Aber behalt sie im Auge, wenn sie nochmal Scheiße macht, weg. Okay? Oder wir müssen... Was ist denn jetzt hier mit Dings? Ja, also... Huddersfield gegen Luton Town macht mich kaputt. Da ist noch kein Tor gefallen, da müssen mindestens 2 Tore kommen. Live-Statistik. 13 Schüsse. Huddersfield 7 und Luton Town 13. Digga, das ist so bodenlos und die machen keinen rein. Lag, ja, das laggt, wenn das Spiel zwischenzeitlich lädt. Flix mit einem Zweier, Jo Monte, mal wieder Bock auf eine Watchparty. Oder ich habe schon Lust auf Watchparty, so ist es nicht. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, das Angebot finde ich halt sehr schleppend. Also zumindest das, was ich halt... Fühle und Feier ist halt größtenteils... Oh mein Gott, Digga, der internationale TikTok-Clip hier. Hallo. Einmal kurz... Einmal entspannen. Das wird dieser internationale TikTok-Clip hier. Ey. Ah, ich hab verkackt. Nichts mehr international. Au, der Druck war zu groß. Oh, der Druck ist doch nicht zu groß. Der Druck ist doch nicht zu groß. Nicht zu groß. Oh mein Gott. Ah, oh, da war schon jemand im Ziel. Ist ja bodenlos. Egal. Dritter. Auch okay, Digga. Auch okay. Also das Angebot bei Amazon Prime... ist mir zu schlecht, um Watchpartys zu machen.
Und damit meine ich halt die kostenlosen Inhalte. Verstehst? Ich kann ja eine Watchparty mit euch machen bei kostenlosen Inhalten. Und das ist das Problem. Gianluca mit 2, hallo Onkel Monte, moin moin. Same 53 mit 2,50 Euro, kannst du mal bitte Milane grüßen? Milane, grüße gehen raus. Und Montes Fisch mit 2, lebt mich morgen zum Sonn raus. Roxanne, danke dir für 5 Gegiftete. Franz war mit einem 4,20 Euro, warum war der Fisch so nervig? Es war ein Stör. Bruder, also, hallo. Es gibt auch ein Netflix-Add-on für Chrome, wo man Watchpartys machen kann. Yo, auf Twitch, die von Amazon Prime gekauft worden sind, mache ich eine Netflix-Watchparty. Danke dir, mein Bester. Danke dir. Bruder, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Bleib im Scheinwerferlicht. Okay, ich hab. Ach so, ah. Hä? Ach so. Och, Digga, ist ja bodenlos. Ist ja bodenlos, Digga. Oh. Mann. Wo ist die Scheiße? Komm, easy. Komm, bitte. Gönn. Jawohl. Oh mein Gott, als Vorletzter. Als Vorletzter, Digga. Wichtig. Wichtig. Ganz wichtig. Schon mal Game gewonnen? Ja, schon einige. Aber schon lange her. Ich habe Fall Guys direkt am Anfang gespielt, schon als es draußen rausgekommen ist, direkt. Okay, ich spawne als erstes, das ist gut. Also, ich bin ganz vorne. Das ist gut. Schon mal nicht schlecht. Ich mache meine Taktik hier auf entspannter Rino. Oh mein Gott, da gibt es ja noch mehr Schummelwege jetzt mittlerweile. Oh mein Gott, das war knapp. Wir nehmen den. Na, okay. Oh, weil die Fetze. Na, egal. Ruhig, ruhig. Könnt ihr den Schummeltrick machen, den ich auch kann, aber es wird zu riskant. Ja. Ganz riskant hier gerade. Oh mein Gott, das ist ja aber dieses Internationale hier, was gerade hier geschieht. Dieses Internationale gerade. Dieses auf hohem Niveau. Oh nein. Nein. Oh mein Gott, Digga, ich bin der allerechte, Digga. Ja, es muss doch nicht Finale sein. Es muss doch nicht Finale sein, Chat. Kommt drauf an. Nee, nee, muss doch nicht Finale sein. Kommt drauf an, wie viel. Oh mein Gott, er hat ihn rausgekickt. Das war so ehrenlos, Digga. Nee, nee, ist doch kein Finale. Kein Finale. Finale.
Fünf, nee, kein Finale. Haifa 42, weiß ich nicht, vielleicht hast du kein Geld, Digga. Bruder, weiß nicht. Oh mein Gott, Digga. Ich spiele das zweite Mal. Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe das Minigame nur einmal bis jetzt gespielt und verkackt. Das ist auf jeden Fall ein schweres Minigame, Chat. Ich gebe alles. Vielleicht international? Oh nee, der muss. Oh mein Gott! Ich gebe alles für euch, Chat. Warum fällt er hin? Ich bin nicht mal gesprungen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was für eine Kacke hier! Ach, Digga, es ist so bodenlos. Dass das auch als vorletztes Spiel kommt, ist wirklich frech, Digga. Schmutz, Junge! Wirklich. Ja, ich brauche ein Tor in Hanfieldstown, aber nicht. Also Hanfieldstown muss ein Tor machen und bei Newcastle United gegen Arsenal muss Newcastle ein Tor machen. Dann ist der Schein gut. Ansonsten bin ich gefickt, Digga. Egal. Ich gehe nicht davon aus, dass der Schein noch kommt. Einsatz. Frag nicht. Frag lieber nicht, Digga. Ich hab gedacht, der kommt. Schmutz, Digga. Barca hat mich gestern gefickt. Ja, Bruder. Da bin ich. Ja, das fühle ich, Digga. Barca und Real beide gestern absolut bodenlos. Beide absolut bodenlos, Digga. Aber was willst du machen? So, wir gehen aus Fall Guys raus. So. Und gehen rein in die Reaktionen. Was machen Frauen falsch beim Sex? Ballermann-Edition und Abfahrt. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video live aus der Show Arena hier mit Knossi am Start. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem neuen Video. Warte, ich muss noch mal einmal ganz kurz gucken. So. Hat das vier Tore? Ja, ich weiß, aber Bruder, ich brauche ein Tor mehr für die. Zwei Tore brauche ich beide für die. Warst du mal am Ballermann? Ich war schon am Ballermann in jungen Jahren,
Aber es wäre, also wenn ich jetzt auf Mallorca wäre, wäre es der letzte Ort, wo ich hingehen würde. Und das hat mehrere Gründe. Jeder natürlich so, wie er möchte. Aber das, was ihr hier im Hintergrund seht, das sind alles betrunkene, angetrunkene, komplett betrunkene Leute. Und ich als jemand, der seit 10 Jahren kein Alkohol mehr trinkt, für mich sind diese Leute ungenießbar. Nicht, weil ich sie nicht menschlich mag, sondern weil ich allgemein auf Leute, die Alkohol getrunken haben, Bruder, Abstand zu diesen Leuten. Ich verurteile sie nicht, aber betrunkene Leute sind die letzten Menschen, mit denen ich chillen möchte. So, die können ihr Ding machen, Bruder, alles gut, tamam. Aber Bruder, ich möchte nicht mit betrunkenen Leuten so groß in Kontakt kommen, weil ich seit 10 Jahren trockener Alkoholiker bin und einfach Abstand zu angetrunkenen Leuten haben möchte. Natürlich muss man differenzieren. Es gibt auch Leute, die trinken 2, 3, 4, 5 Bierchen, Bruder, und sind halt ganz normal wie immer oder so noch lieber. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass Leute, wenn sie angetrunken sind, eher zu schlechteren Menschen werden in dem Zustand. Gesucht. Ui, hallo. Hier, von dir auch eine Umarmung. Ich wollte gerade anfangen hier mit der Anmoderation. Tut mir leid, ich war schon mal in einem Video von dir. Echt? Was hast du gesagt? Ja, dass ich niemals fremdgehen würde. Ups. Ja, da kann sie sehr stolz drauf sein. Wirklich, clap in den Chat für dich. Also wirklich, großes Kino. Habt ihr auch so Bock auf einen Dreier wie ich? Boah, klar, Alter. Immer mit der. Ja, und das ist jetzt schon wieder der Zeitpunkt, wo ich am liebsten das Video wieder ausmachen wollen würde, Digga. Machen wir die Anmod, ja? Ja. Ja, ja, viel Spaß euch noch, Mädels, ne? Schön, dass ihr nüchtern seid. Wir sehen uns gleich im Megapark. Eben gerade noch in der Showarena auf der Bühne gewesen. An dieser Stelle erstmal ein dickes Dankeschön an Knossi. Der hat mich da auf die Bühne geholt. Ich habe mal mein Jordi zum Besten gegeben. Jetzt stehe ich schon vorm Megapark. Heute ist der 8. Mai, Muttertag und offizielles Opening hier. Ja, ich bin sehr gespannt. Die letzten Male haben wir ja des Öfteren gefragt, was wir Männer denn im Bett falsch machen. Und heute drehen wir den Spieß mal um. Heute fragen wir mal die Männer, was die Frauen im Bett falsch machen. Ich bin sehr gespannt. Da bin ich mal sehr gespannt. Carsten hinter der Kamera. Moin, Carsten. Mein Name ist Marc Eggers und gerne jetzt schon mal dem Video einen Daumen nach oben geben. Endlich mal wieder mein... Wenn er es sagt, mache ich es auch. Mallorca umfragen. Ja? Man könnte auch denken, ihm gehört die Flyer hier, ne? Ja, ja. Der ein oder andere Promi wird sicherlich auch da sein, werden wir wahrscheinlich auch vor die Kamera bekommen. Ich bin sehr gespannt. Wir quatschen gar nicht so viel rum. Megapark-Opening mit Marc Eggers und Carsten hinter der Kamera. Auf geht's, rein ins Getümmel. Also ich behaupte erst schon, dass viele Ficker, die denken, sie wären krasse Ficker, alles und je, also sehr komisch sein werden. Es werden sehr viele nicht sexuell erfahrene Leute ihre Meinung zum Besten geben. Denke ich mal. Aber Bruder, lassen wir uns überraschen. Ran an die Banane, Carsten, komm! Ihr kanntet euch nicht vorher? Doch, das ist, du bist ein kleiner. Oh, gestern Abend? Ich glaube, das ist nicht nur so eine Urlaubsromanze bei euch. Nein, sein Lächeln hat mich bis zur Hälfte festgehalten. Also, sein Lächeln hat mich bis zur Hälfte festgehalten. Also. Ah ja, genau, richtig, danke dir. Der denkt sich einfach nur, nach dem Urlaub melde ich mich nie wieder und du bist gerade schon in Lauf. Nein. Nee, jetzt kippt die Stimmung hier gerade ein bisschen. Das ist ein smarter Typ, der war gerade schon bei mir. Lass doch die Hand mal los. Wie bitte? Lass doch ruhig mal los. Ja, Bruder, sei denen gegönnt, aber Bruder, nach einem, ja gut, sei denen gegönnt. Mach's gut, mein bester Jutzer, ja? So macht man das, ja? Hopp, hopp, hopp! Ja, der erste Mutige, jetzt! Morgen. Was machen Frauen falsch im Bett? Ja, ist schwierig, ne? Man muss natürlich dominant sein, so sag ich mal so. Ne? Frau, nee. Du wirst gern gefesselt. Nee, ich nicht. Ich gepeitscht. Ups. Nee, Hallöchen. Hallöchen. Feline. Was steht da? Hopp, Schorle in den Kopf. Schorle in den Kopf! Jetzt kriege ich auch mal wieder die Bohrkette. Boah, da wurde aber auch schon gut reingeschwitzt in die Bohrkette, ne? Uiuiuiui. Was machen Frauen falsch im Bett? Bohrketten tragen, keine Ahnung. Einfach mal zwischendurch mal gut. Ups. Das sagst du dir selber, ne? Ja, klar. Mein Sticker fehlt, aber da steht drauf Sexbombe. Oh, du, ne? Ja, klar. Ich sag dir echt auch ohne Sticker, ich hab's sofort erkannt. Aber du ziehst ja, ich bin was Gutes geworden. Ja, Kylo, ich brauche deine seelische Unterstützung. Warte, Kylo. Ich brauche deine seelische Unterstützung. Komm hier zu Papi. Komm her. So. Ja, Papa braucht ein bisschen deine Unterstützung. Hier sind ein Haufen Idioten.
Lukas Cordalis jetzt hier an meiner Seite. Ja. Ich habe heute eine ganz entspannte Frage. Und zwar, was machen Frauen falsch im Bett? Alles. Ja, Grüße an Daniela, danke. Außer natürlich meine eigene Frau. Das ist eine persönliche Abrechnung hier. Okay, gut. Die macht alles richtig. Ich finde es nervig, wenn sie sich selber nicht schön finden. Also wenn die so Body-Shaming machen oder so sich selber einfach nicht gut fühlen. Das killt so den Vibe. Wenn die sich gut fühlen, können die dick sein, dünn sein, groß sein, klein sein, scheißegal, dann ist es gut. Da gibst du mir recht, oder? Da gebe ich dir wirklich recht. Ja. Eine Frau sollte auch nur das machen, worauf sie selber Bock hat. Weil ich habe das Gefühl, viele... Kaido, geh mal hier rauf, so, komm. Da, also das fühle ich schon. Ich finde, also ich hatte auch schon die, mal... Ja, hallo! Ey! Mach Platz. Ich hatte auch schon mal... Ach, Digga, was hat er hier gemacht jetzt, Mann? Also, das ist ein gutes Argument, finde ich, von ihm. Letztendlich respektiert euch so, wie ihr seid, liebe Damenwelt. Ihr solltet, wenn nur, etwas ändern für euch selber. Aber in dem Moment könnt ihr euch ja auch nicht, also ihr könnt es ja nicht ändern. Respektiert euch, wie ihr seid. Und wenn ihr vielleicht eine kleine Plauze habt, so wie Männer auch, oder keine Ahnung, die eine Brust hängt mehr als die andere, ist doch egal. Versteckt das nicht vor uns oder vor euch selber. Denn wir respektieren euch so, wie ihr seid. Sonst würden wir nicht mit euch im Bett liegen. Was machen Frauen falsch im Bett? Achso, ja, müssen wir ein bisschen vor, weil keiner hat hier gespult. Nicht ein Fighter. Sein Lächeln hat mich bis heute festgehalten. Also. Da spricht der Schlagersänger aus dir. Ja, doch. Alles zu seiner Zeit. Weißt du, das muss ja so wie eine Kurve sein. Wenn es immer nur langweilig ist oder immer nur fest oder weich, dann ist es nicht gut. Alles zu seiner Zeit. Was machen Frauen falsch im Bett? Gar nichts. Alles richtig gemacht? Bis jetzt ja. Würdest du sagen oder sagen das auch die Männer? Das sagen die Männer. Ja? Gut gemacht. Danke. Das ist ein Schulterklopfer. Sie kommunizieren zu wenig. Das heißt, sie sollen sagen, was sie wollen. Drüber reden, ja genau. Sie sollen sagen, was sie wollen und dann werden beide glücklicher. Sie sollen sich selbst nicht so ernst nehmen, sollen sich einfach gehen lassen. Es gibt ja Frauen, die sind hier und da ein bisschen schüchtern und die sollen schüchtern, darf man einfach im Bett nicht sein. Sein Lächeln haben. Ja, den Punkt fühle ich bei ihm auch, aber das kann man auch so, also den Boomerang kann man auch zurück an zur Männerwelt schmeißen. Allgemein, habe ich ja schon oft gesagt, reden über seine Sexualität mit seiner Partnerin ist wichtig und richtig. Also jetzt mal Real Talk, ne? Insgeheim denke ich, ist schon mein Traumjob, ne? Als Stripper unterwegs zu sein. Bin ich dir ehrlich? Ja. Jetzt mit meinem Buddy, wollen wir mal Bauchvergleich machen? Mach mal deinen zu meinem. Ja, wo ist dein Bauch? Wir gucken mal. Ja, Digga, da, mein Bauch ist sowas. Da. Ja, aber du hattest ja auch mal sowas. Nach einigen Tornados hat sich dieser Bauch hier verabschiedet. Ich habe mich von oben nach unten gearbeitet. Ganz kurz nochmal in eigener Sache. Ich habe eine Ankündigung zu machen. Wir kennen es alle. Wir sind hier an der Playa. Wir sind am Feiern. Wir schießen uns hier richtig die Birne weg. Was ist am nächsten Morgen? Den Kater des Lebens. Man hat die Jungs zusammengesetzt. Das Ganze gedacht, komm, eine Reise. Kontakt zurück. Wie weit? Bald geht man ein bisschen sein Fahrer. Nimm mal Kater sein Fahrer. Die Reise willst du doch gewinnen. Ja, oder? Ja, safe. Hast du ab und zu einen Kater? Auf jeden Fall. Nimm mal Kater sein Vater. Ja. Jetzt ist ein Experte da. Jetzt ist eigentlich auch dumm, eine Jungfrau zu fragen. Ne? Du lass ihn aus, du Arsch, Alter. Was bist du denn für ein Buddy? Guck mal, er macht noch so. Ne? Ich hab, mit denen habe ich nichts zu tun, sagt er dann auf einmal. Mein bester Freund auf einmal macht so. Was machen Frauen falsch? Wenn zu laut stöhnen. Da stöhnen ist doch super geil. Ja, aber wenn's zu arg ist. Okay, nee, am Anfang habe ich gedacht, okay, was meint er? Aber er hat schon, nein, Chat, er hat schon recht. Es gibt auch Frauen, hallo, es gibt auch Frauen, die denken, sie müssten lauter stöhnen, als du gerade am Start bist. Das, nur, da hat er recht. Nein, er hat recht. Es gibt Frauen, die übertrieben stöhnen, weil sie denken, sie müssten so laut wie möglich sein, weil es den Mann erregt. So Fake-Porno-Gestöhne. Da bin ich bei ihm, das kann abturnt sein. Doch, da hat der Bruder recht. Ja, so. Und ey, das Ding ist ohne Witz, ein guter Kollege von mir, ich gebe ihm einfach recht. Ich habe nicht zugehört, was er gesagt hat, aber ich kann einfach recht geben. Und vortäuschen. Gut. Das ist einfach geil. Das liegt immer am Mann. Gut, vortäuschen, ich sag dir ganz ehrlich, das... Eine Frau macht nie was falsch. Nö? Nee. Da ist jemand selbst überzeugt. Ja. Was? Ja. Seestern. Was machen denn die Männer falsch? Die überschätzen sich einfach immer selbst. Inwiefern? Also was denken die? Ja, ich halte 2 Stunden durch und dann nach 20 Sekunden ist das Ding... Die reden halt immer viel und können halt nichts. Ich grüße Illy Geller und ich will ein Vitaweight-Paket. Gratis. Nein, ich mag, sag's auch. Ja, Illy, schick ihm noch mal bitte gratis was zu. Gratis Vitaweight-Paket. An welche Adresse? Das sei jetzt nicht, aber er weiß... Er weiß, wo du wohnst. Wer bist du? Joanna. Hier, wie auf dem Namen hier draufsteht. Ich war so kurz auf dem Promi-Event, da hatten auch alle immer so Künstlernamen. Fresh. Woher kenne ich die? Irgendwo kannte ich die. Dina? Ich bin Julia F. Stefanie Simon. Okay, gut. Aber ich bin Partyschlagersängerin, das ist mein Name. Super. Bruder.
nicht bisschen, mein Bruder, aber sie könnte auch als Disco-Kugel durchgehen. Die reflektiert das Licht so extrem. Bruder, manchmal ist weniger auch mehr, wirklich. Was machen Frauen falsch im Bett? Ich mache nie was falsch im Bett. Also, keine Ahnung, was sie falsch machen können. Also, ich mache nie was falsch. Ich habe noch nie irgendjemand gesagt, dass ich was falsch mache. Was machst du richtig? Alles. Alles, was der Mann möchte. Alles? Ja, wenn der Mann zufrieden dann ist. Also, ich merke, war noch nie unzufrieden. Finde ich sympathisch. Danke. Ich bin ein Lover, nicht ein Fighter. Ich grüße meine Lehrerin Frau Keller. Frau Keller. Frau Keller. Frau Keller. Die wird sich freuen, ihre Schüler hier zu sehen. Frau Keller, alles richtig gemacht. Oh, jetzt nee, ein Autogramm nehme ich von dir. Nein. Ich will ein Autogramm. Nee, eins will ich jetzt. Ja. Kannst du was draufschreiben? Persönliche Widmung? Ja, deinen Namen bitte. Marc Eggers. PS, du hast einen super schönen... Ups. Marc Eggers. Ich bin der lockerste Mensch auf Erden. Mach dich mal keine Sorgen. Er ist so ein netter Mensch. Er darf mich ruhig alles fragen. Richtig geschrieben? Ja, ja, Marc Eggers mit K. Ich komme vorbei. Heute Abend, Joanna. Heute Abend, natürlich. Delphine Apartment. Delphine? Wer bist du denn? Du willst auch mal was sagen. Also ich... Was machen Frauen falsch? Also ich habe hier meine Freundin. Aber was schätzt du, was du falsch machst? Wie hast du das? Bruder, er dreht gerade. Hallo. Kurz nochmal Dings. Leck? Bei mir hat nichts geleckt. Ach, es ist so bodenlos. Ja, jetzt hat Newcastle natürlich noch ein Tor gemacht. Perfekt. Ja, mein Schein ist gefickt. Schmutz, das war's wieder. Dankeschön. Nice. Hast du das geschafft? Ja, gute Frage. Das war ich mir auch. Nein. No joke, Bro. Du hast eine hübsche Freundin. Ja, natürlich habe ich eine hübsche Freundin. Guck sie mal an. Hey. Ist das was? Das muss ein guter sein. Ist was für ein Auge, das ist oder? Ein guter. Auf jetzt willst du mir die gerade schmackhaft reden? Nee, auf keinen Fall. Er macht alles richtig im Bett. Ja. Ich habe Kondome mitgenommen. Du nimmst deine Frau mit Kondom? Nein. Aber er hat die für jemand anderes mitgenommen, glaube ich. Nein. Nee. Völliger Unsinn. So eine Freundin hat, der dippt doch nicht was anderes. Der dippt nichts anderes. Nee. Die hat er mitgenommen für seine Freunde, weil er da ist ein fürsorglicher Kollege, der will, dass die Jungs sich keine Krankheiten einfangen. Ja. Nein. Nee. Was machen Frauen falsch? Ja, aber warum hat er jetzt Kondome mitgebracht, Digga? Im Bett. Gar nichts. Noch nie so einen Seestern gehabt. Die machen alles richtig. Ah, ja, ihr habt schon, ihr wart schon aktiv. Ich bin gerade hier. Ich bin gerade erst gelandet. Scheiße war die einfach. Die ist eingeschlafen. Oh, Bro, da würde ich mir aber an deiner Stelle Gedanken machen. Nee, die lag nicht an mir, die war vorher schon besoffen. Das sagt man immer, die lag nicht an mir. Nein. Nee. Wir wollten und dann ist sie eingeschlafen. Noch schlimmer. Ja. Beim Vorspiel. Nee, gar nicht. Ex, weg das Ding, komm. Okay. Was machen Frauen falsch im Bett? Falsch. Was machen Männer falsch im Bett? Oh, jetzt hast du mich. Ja. Ich glaube, einfach zu wenig Liebe beim Blasen. Einfach kurz immer am Blasen, immer mal so ein bisschen. Nicht komplett bis zum Ende durchziehen, einfach nur immer mal so ein bisschen. Nimm ihn schon, bis er steht und fertig. Das wäre mein Ding. Mit Liebe an Blasen, seine Antwort. Liebe an Blasen. Danke. Viele Frauen mögen es nicht, die machen es einfach nur, weißt du, weil er es mag. Aber ja, du musst lieben, was du tust. Ich liebe dich. Oh, danke, Digga. Na, hör mal. Und auch Hand am Arsch. Du liebst mich wirklich, Digga. Ich seh, guck mal. Er will mich von hinten, Digga. Nein, ich aller Liebe. Wenn, denn ich dich von... Bruder, das ist schon dieses... immer dieses Antatschen, Digga. Hab ich gestern noch drüber geredet, Bruder. Bruder, ich kenne dich nicht. Fass mich doch nicht an. Ne, was? Nein. Nee. Nein, Spaß. Ja, man was? Muss bodenlos ran oder nicht ran? Ran an die Banane. Ja, ran an die Banane. Was machen Frauen falsch im Bett? Auf alten Schiffen lernt man segeln, ne? Ich sag, die jüngeren Damen, die haben sich drauf. Ich sag, 30 aufwärts, ihr lernt was fürs Leben, Männer. Ich mein's ernst. Frauen machen gar nichts falsch, ihr Männer macht was falsch. Das ist so krass, dass die Frauen immer sagen, sie machen gar nichts falsch. Nee, wir machen nichts falsch. Ja, wir haben's verstanden. Ihr macht alles falsch. Was machen wir falsch? Ja, es gibt Männer, die sich halt ein bisschen ziemlich dumm anstellen. Was denn? Ins Detail gehen wir nicht, aber es gibt sehr gerne Männer, die denken, sie sind die Helden und dann geht's nur so 2 Minuten oder so. Du hältst mich dabei so fest. Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine saftige... Hier, okay. 2 Minuten. Über dich habe ich nur Gutes gehört. Im Bett? Ja. Boah, was für ein Gelache. Nee, ich mir wurde das auch schon zugetragen. Er soll gar nicht so klein sein. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Och, Mann, ey, ihr guckt auch immer so böse da an. Kann ich bestätigen. Gute Größe. Ja, seid, mein, das schneiden wir doch alles raus. Deine Tochter habe ich schon gesehen drin. Mhm. Pass auf die auf. Offensive ist das A und O. Ich mein's ernst. 30 aufwärts? Ja, Offensive. Sein Lächeln hat mich bis heute verzweifelt. Also. Oh. Aber 30 aufwärts, ne? Wenn ihr es nicht versucht, ne? Ist euer Problem, ne? Aber ich meine ernst. 30 aufwärts, auf allen Seen, man lernt es lernen. Ich meine ernst. Auf allen Seen, man lernt es lernen. Ja, danke. Ich dich auch. Ich beende das Video jetzt. Okay. Wir machen zu Ende. Wir machen jetzt zu Ende. Ja. Ist Feierabend. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss mit lustig. Gut. Marc Eggers, super Typ.
Danke, danke. Freunde, wir sind am Ende der Straßenumfrage. Ich habe die Leute hier an der Playa und im Megapark mal gefragt, was machen denn die Frauen falsch im Bett? Interessante Antworten mit dabei gewesen. Checkt unbedingt die Kater sein Vater Seite ab. Ihr habt die Möglichkeit, mit mir eine Reise zu gewinnen. Einfach mal abchecken, eintragen im Newsletter. Ansonsten Daumen nach oben. Ja, danke an Carsten. So richtig schlau sind wir aber auch nicht geworden, lieber Livestream-Chat, oder? So richtig schlau sind wir auch nicht geworden. Schau bis zum Ende. Achso, war mein Fehler. Ist da noch was gekommen, oder was? Danke an Carsten. Jedes Mal aufs Neue, immer wieder mit dabei. Mich am Supporten ist auch verlinkt unten in der Infobox. Bevor ich jetzt schlafen gehe, abonnieren nicht vergessen und dem Video einen Daumen nach oben geben. Straßenumfrage Mallorca. Ich gehe jetzt schlafen, Leute. Ich denke, es wird eine ruhige Nacht. Es ist Feierabend. Jetzt ist Schluss. Ja, Marc lässt nichts anbrennen. Man kennt die doch, Digga. So eine Schnarchnase bist du, Kaido. Chat, wir machen Feierabend, auch wenn ich noch Bock habe zu streamen, aber ich merke, Kaido wird ungeduldig. Nachher kommt noch ein Geschäfts-, also jemand, also kommt noch jemand vorbei. Dann kommt denn der. Ich gehe mit Kaido jetzt gleich noch spazieren. Ist ja der zweite Stream heute schon gewesen, also seid mir da nicht sauer. Ich hätte auch noch Bock weiter zu streamen, so ist es nicht, aber ich muss auf Kaido Rücksicht nehmen. Kommt heute, der ist ja die ganze Woche da. Ja. Also, lasst euch gut gehen. Ja. Hallo. Ey. Lasst euch gut gehen. Küsschen.